Hallo ihr Lieben, es gibt wieder was aus dem Kühlschrank und ihr wisst natürlich schon, was es aus dem Kühlschrank gibt, denn ihr habt wahrscheinlich die Überschrift gelesen. Wenn ihr die Überschrift nicht gelesen habt zu dem Video, dann gibt es jetzt eine kleine Überraschung. Ich öffne mal den Kühlschrank, es gibt wieder mal einen Blick in das Heiligtum des Junkfood-Gurus und ist das Licht hier etwa aus in meinem Kühlschrank? Nein, das Licht ist an, man sieht es noch nicht, es ist etwas dezent beleuchtet. So, und ich greife in den Kühlschrank und hole es direkt heraus. Ah, kennt ihr das? Das ist Paradiso heißt das. Das ist so spannend. Das habe ich bisher wirklich nicht häufig gesehen. Und ich habe mich auch nicht getraut, es zu kaufen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie schmeckt wohl dieses Kinderparadiso? Sieht das so ein bisschen aus wie so ein Küchlein. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten, ohne dass es hier so blendet. So, ist es perfekt. 1, 2, 3. Machen wir gleich mal ein Foto davon. Kinderparadiso. Ein Kuchen von Kindern. Ui, das knackt aber. Hat auch gar nicht so viele Kalorien pro Stück. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Hat pro Stück, okay, 124 Kalorien. Ja, ich hätte mit mehr gerechnet. Ist jetzt nichts Kalorienarmes, aber sieht auch sehr lecker aus. Ist ein kleines Küchlein mit Milch gefüllt. Und in der Werbung habe ich das noch gar nicht gesehen. Und sonst habe ich das jetzt, ich habe das aus dem Real übrigens, ihr Lieben, ich habe es im Real gekauft und habe gedacht, okay, jetzt nimmst du es mal mit. Das will ich unbedingt mal testen. Habt ihr das schon mal gegessen? Dann schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieses Kinderparadiso schmeckt. Ich finde es immer spannend, so Produkte von großen Marken zu finden, die dann wiederum, die man aber gar nicht kennt, weil die eher so ein Nischendasein haben. Ne? So ein Nischendasein wie der Junkfood-Guru hier auf YouTube, so auch wie dieses Kinderparadiso. Deswegen ist das schon mal ganz, ganz sympathisch hier. Ich mache es jetzt mal auf und dann wollen wir mal schauen, das genauso, oh, sexy aussieht hier oben drauf. Oh, die Creme sieht ja toll aus, ne? Schaut mal. Wow. Hier oben drauf ist Puderzucker. Lecker, 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 lecker. Das sieht ja echt toll aus. Wow. Und hier mache ich gleich noch ein paar Fotos von Instagram, weil die Zutaten sind bei so einem Produkt sicherlich sehr interessant für einige von euch. Deswegen, darauf könnt ihr euch verlassen. Da gibt es ein Foto auf Instagram. Oh. Das riecht auch so schön frisch zitronig, der Teig. Meine Güte, ich beiße jetzt einfach mal rein, oder? Ja. Das schmeckt sehr fluffig. Oh Gott. Mit dem Puderzucker hier oben drauf. Es ist purer Kuchen und das ist der Kuchengeschmack. Kommt mir so mega, mega mäßig bekannt vor. Es ist ja krass. Ich habe jetzt das einfach reingebissen, ohne zu achten, was da drin ist. Eine Milchcreme ist da drin. Aha, frische Vollmilch, Palme, Zucker. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, das sind so kleine Zitronenschnitte. Für mich schmeckt das ein bisschen zitronig. Oh. Und es hat so kleine Flügelchen. Aber für das Verpackungsdesign, ja, aber wie cool kann man das denn hier bitte schön essen? Schaut euch das mal an. Dafür gibt es eine glatte 1. Geil. Wow. Also, dass man das so aufklappen kann, mega. Oh. Krümmelt den ganzen Küchenboden voll. Naja, für die Krümmeligkeit kann es ja nichts. Schmeckt sehr frisch, sehr locker, luftig. Schmeckt ein bisschen zitronig, finde ich, oben drüber. Nämlich an so eine richtig, richtig leckere Zitronenschnitte. Also Milchcreme, Orgasmus kriege ich jetzt nicht. Ah. Mein Gott, die Hälfte liegt hier auf dem Boden, aber es schmeckt affengeil. Okay. Wenn ich jetzt so als Assoziation so eine schöne Zitronenquarkschnitte im Kopf habe. Lecker, lecker, lecker. Magermilchpulver, Traubenzucker, Zucker. Zucker, 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 Zucker. Nichts von Zitrone. Ja, aber die Süße erinnert mich wirklich als eine zitronige. Wow. Eine Zitronenschnitte. Geil. Guck mal. Boah. Kuchenkonsistenz ist toll. Ist nicht zu trocken. Die Milchcreme fängt das wieder auf. Ich hatte auch Angst, dass es ein bisschen zu trocken sein könnte. Ich mag, der Kuchen so richtig schön feucht und sapschig ist, so wie meine Oma immer macht. Er ist nicht ganz so schön sapschig wie der von meiner Oma, muss ich sagen, aber er geht schon in eine gute Richtung. Er darf wahrscheinlich nicht zu sapschig sein, das mag wahrscheinlich auch nur ich. Deswegen bekommt diese Kinderparadiso-Kuchenschnitte, nenne ich das Ganze mal. Paradiso, was für ein Name. Ich nenne das mal Kinderkuchenschnitte. Für mich mit einem Hauch von Zitrone und nicht nach Milchcreme.
Zitronencreme. Ja, nach Zitronencreme. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch eher als Zitronencreme würdet. Mich interessiert, ob ihr das schon mal gegessen habt. Bekommt es auf einer Skala von 1 bis 10 stolze 8 Punkte. Es schmeckt tatsächlich besser, als ich es gedacht hätte. Es ist überhaupt nicht langweilig. Es ist voll erfrischend. Lecker. Cooler Sommersnack, würde ich sagen. Interessant. Ich könnte mir das auch noch in anderen Geschmacksrichtungen forschen. So mit Marmelade noch drauf. Das wäre geil. Oder mit Erdbeermarmelade. So à la Himbeerschnitte. Ihr wisst, was ich meine. Das finde ich mal richtig, richtig geil und spannend. Das ist ja doch interessant, oder, ihr Lieben? Abonniert den Kanal hier unten drunter. Der Daumen geht natürlich bitte nach oben fürs Video. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.